21 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu EA FC Mobile 24. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute werden wir reingehen. Schön klassisch Division Rivals. Wir werden versus Angriff ein paar Spielchen machen. Kann ich's noch, ist die Frage. Eigentlich war ich ja immer nicht so schlecht in versus Angriff. Natürlich jetzt mit meinem 94er Team wird es ein bisschen schwieriger, weil mein Team ja jetzt schon, wie soll ich sagen, outdated. Und ihr seht ja, meine Chancen, ich habe 40% normale Chancen, 10% tolle Chancen. Und gefühlt jedes Gegnerteam wird so aussehen, komplett 100 plus. Und ich komme hier mit einem 92er Maldini an oder mit einem 95er Endrick und so. Aber egal, wir geben unser Bestes. Und ich hoffe, dass wir wenigstens ein paar Spielchen gewinnen können. Also ich werde so 3-4 Spielchen machen, so wie ihr es kennt. Ja, Flanke ist zu dicht am Keeper. Unser Gegner führt. Und der Gegner führt mit 2 Toren. Aber ich kann halt nicht so viel machen. Endrick, schönes Tor. Kvaratskhelia 2-4 für den Gegner. Und ich will halt auch nicht irgendwie 1-2. Oh, der geht nicht rein. Ja, das wird direkt eine Blamage hier im ersten Spiel. Aber was soll ich machen, Jungs, ne? Was soll ich machen? Ich brauche einfach Spieler, die ich so über die Events bekomme, die einfach eine super Gesamtbewertung haben, sodass meine Guess ansteigt und somit habe ich bessere Chancen etc. Weil Spieler auf dem Transfermarkt kaufen, ja, ich habe zwar 700 Millionen Münzen, ist aber halt für EAFC Mobile, eigentlich nicht so viel. Es sieht zwar viel aus, aber es ist nicht viel. So, Kone, knall ihn rein. Und so weit ist der Gegner jetzt auch nicht weg. 3 Tore, geht sogar ehrlicherweise klar, aber am Ende des Tages können wir uns davon auch nichts kaufen. Es ist eine Niederlage. Und nur das zählt, Sieg oder Niederlage. Und dann hau ich ihn noch an die Querlatte. Ja, Moinski. Ja, okay, jetzt wird es doch ein bisschen peinlich hier. Jetzt wird es doch ein bisschen peinlich. Ach du Kacke. Egal. Ich guck mal ganz kurz. Ja, du bist abgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich hier bei meinem Team auf automatischer Aufbau klicke, habe ich sogar ein 95er Team, weil ich hier Nacho jetzt drin habe, okay. Aber ich will halt auch meine Ränge nicht übertragen, weil ja, es sind halt Spieler, die niemals so richtige Safe-Spieler in meinem Team sind. Wisst ihr, wie ich meine? Die werden eh zeitnah ausgewechselt. Früher oder später. In ein paar Wochen vielleicht. Deswegen will ich halt jetzt nicht irgendwie in den Iheanacho meine Ränge übertragen. Macht ja keinen Sinn, aber wenigstens habe ich ein 95er Team. Und Spieler auf dem Transfermarkt kaufen? Ja, so günstige Spieler vielleicht. Ich guck mal. So günstige 100-Plus-Spieler, wenn es das gibt. Gibt es günstige 100-Plus-Spieler? Hier unten irgendwo, hier. Ein Granitschak. Wesley Snyder ist auch cool. Hier, ich kauf mir. Oh ja, der ist aber nicht auf dem Markt. Sonst nenne ich mir jetzt. Geil, ich würde es geil finden. Granitschak und Pavlovic auf der 6. Halt so günstige Spieler, wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Warte mal, können wir denn? Es gibt ja eine Formation mit 2 ZDMs, ne? Was gibt's denn so? 99. 99 bis 100, weil andere Spieler kann ich mir sowieso denn nicht leisten, weil ich möchte ja viele Spieler holen. Hier eine Ribéry. Ribéry gibt's. Ribéry auf links. Wäre schon geil. Ach du Kacke, Marco Correa. Marco Correa.
So, wie machen wir's? Ich will jetzt hier irgendwie was umtauschen. Ja, lass uns einen Ribéry kaufen. Wir kaufen Franck Ribéry auf links. Zack. Jetzt nicht lang schnacken. Ich mach's einfach. Marco Reus im ZOM. Bob. So richtig schöne Legenden hier. Also quasi Legenden. Reus spielt da natürlich noch, aber ist ja trotzdem Legende. Edin Dzeko vorne im Sturm. Würde ich fühlen. Sieht auch geil aus. Edin Dzeko kaufen wir uns im Sturm. Bester Mann. Rechter Flügel bräuchte man noch was. Aber sehe ich jetzt nicht auf Anhieb leider. Stellen wir mal kurz ein. Luis Figo. Ja, muss günstig sein. Luis Figo, yalla. So. Alle Spieler abrufen. Haben wir erstmal die vier gekauft und wir haben ja immer noch 500 Millionen. Zack, Ribéry. Kone kann bleiben, Cannavaro kann auch bleiben. Das heißt, noch ein ZM. Linksverteidiger wäre wichtig, Rechtsverteidiger wäre richtig. Okay, machen wir. Ist auch mal bitter nötig hier, ne? Ein paar Spieler zu kaufen. Links und rechts. Bup, bup. Und halt günstig. Ich möchte jetzt hier nicht so viel ausgehen. Hier, Hall. Und Azpilicueta. Azpilicueta ist aber leider noch nicht auf dem Markt, aber muss ich ein bisschen warten. Okay. Dann war es noch ein Innenverteidiger. Und ein ZM für Toni. Irgendwas günstiges hier, Matuidi, Blaise Matuidi, bester Mann, 50 Millionen, bupp, und ein Innenverteidiger. Nacho Fernandes, ja, muss ich mitnehmen, ne? Für 30 Millionen muss ich Nacho Fernandes mitnehmen. Der einzige, der nicht da ist, noch nicht da ist, ist Hall. Okay, muss ich noch ein bisschen warten. Und ferne Spieler mache ich gleich. Sehr gut. 97er Team. Ja, ja, ich weiß. Was hat denn eigentlich hier Moritz? Ist Moritz noch meiner Mogel? 104er Team. Ja, moin. Guck mir Moritz Team kurz an. Dani Olmo mit 106. Lecker Momage. Ja, lecker Momage hier. Ja, ich weiß, dass ich meine Spieler. Ein Torwart brauche ich auch noch. Torwart wollen wir uns auch noch machen. Ja, geht ja nur Ramsdale. Alles andere ist viel zu teuer, bin ich ehrlich. Aktualisier bitte, danke. Danke, danke. So, und dann haben wir, glaube ich, ja, nur noch Hall als Linksverteidiger.
Und Cannavaro und Kone könnten wir eigentlich auch ersetzen, ne? Theoretisch. Also IV und ZM nochmal. Dirk Kuyt, absolute Legende als Hero. Yaya Touré, ja, Touré, Golo. Was machen wir? Bin ich jetzt von allen nicht so überzeugt? Zielinski, 23 Millionen, der wird klar gehen. Ja, Zielinski, Piotr, komm rein, ja, komm rein ins Team. Dann bleibt Cannavaro erstmal noch. Was ist mit Hall? Wieso war der gerade da nicht mehr? Ach, Hall ist ja im Team schon, ja moin. So, Zielinski drin, 99er Team, das schmeckt doch schon mal, ne? Das schmeckt doch schon mal viel, viel mehr. Ich lasse das erstmal so. Ich gehe jetzt nochmal rein in ein schönes Versus-Angriffsspiel und jetzt werden wir direkt den Wechsel sehen von am Anfang der Folge und jetzt. Und ich hoffe, dass wir jetzt natürlich besser performen und meine Chancen, zack, habe ich direkt bessere Chancen als der Gegner, weil der Gegner weniger als 99 hat. Ich denke an 97 oder 96 vielleicht sogar. 94, da waren wir am Anfang der Folge auch. Und jetzt hier schön mit einem Marco Reus, Edin Dzeko. Ich bin mal gespannt. Edin Dzeko, da erwarte ich einen richtig guten Schuss, weil dribbeln kann er halt gar nicht. Ein Roulette kann er. Und schießen kann er, sage ich ja. Schießen kann er. Deswegen haben wir uns geholt. Ribéry ist da für die Tricks. Bupp. Und Reus. Ja, Hall auch mal ein bisschen, ne? Bisschen mehr Tempo hinter den Ball bringen. Ja, Wolski. Oh, Freistoß. Kann ich Freistöße noch? Natürlich, ich habe Marco Reus im Team. Was denn, Großer? Schöner Trick von Franky Monkey. Franky Monkey rechts unten in die Ecke, 5:0. So. Dzeko. Ich habe dich nicht umsonst hier ins Team geholt. Dzeko. Ja, Kopfball auch nicht. Perfekt. Direkt wieder verkaufen, Kapi. Ja, ich wollte schießen. Ja, perfekt. Dzeko kommt, nochmal Nachschuss. Meine Fresse, Dzeko, Junge. Diese lahme Ente da vorne drin. 6-1. Das wird ein schöner Sieg. Azpilicueta, Flanke auf Ribéry. Und Ribéry kommt sogar zum Kopfball. Und Ribéry macht vor Edin Dzeko ein Kopfballtor. Wer hätte das gedacht? Blaise Matuidi? Schade. Der Gegner eskaliert mit seinen komischen Reaktionen da links am Rand. Und Dzeko. Schade. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen für die Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Eine richtig geile Folge. Bisschen gespielt, Team geupgradet. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.